Hey ho und willkommen zu einem sehr kurzen Video zu Genshin Impact. Das wird eine ganz kurze Folge, weil man kann Hu Tao ziehen. Ich werde es versuchen, aber vorher noch kurz zum Händler. Hier kann ich noch ein paar kaufen. Stimmt, es gibt ja noch hier das da. Das machen wir noch. Indem Hu Tao einen gewissen Teil ihrer Lebenspunkte opfert, geht sie per Elementarfähigkeiten in den Zustand Parameter Schmetterlingstanz. Über. Dabei versucht sie mit Standardangriffen, heftigen Schlägen und Angriffen aus dem Fall Pyro-Schaden. Okay. Ja, ich will sie haben. Das ist auch die einzige, bei der man nur sie benutzen kann. Okay, so sieht also das Schmetterlingstanz aus. Hier! Und mit der Ult kann ich mich wieder heilen, ne? Aber wenn ich unter 50% habe, heile ich nicht mehr. Das heißt, ich mache natürlich erst das. Töte noch ein paar, so solange das Ganze noch aktiv ist. Und jetzt. Crossover. Nein, bitte nicht. Ich habe mich echt voll geheilt. Wow, Alter, wie cool das auch aussieht und klingt. Oh, das war's schon. Ja, ich will sie. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich werde alles, was ich nutze. Ich weiß, es ist nicht viel. Ach, komm schon. Ich dachte gerade, warum beginnt die Musik an? Ich schaue übrigens nicht hin, gell, am Anfang. Ich schaue da gar nicht erst hin. Okay, ich habe kurz geguckt. Ich habe was... Ey, ich schwöre dir, wenn ich sie sehe, flippe ich aus. Oh mein Gott! Das ist alles, was ich wollte. Ich habe so viel gespart. Ja! Endlich! Hu Tao! Okay. I'm happy now. Also nee, jetzt ist mir eigentlich alles egal. Ah, ich habe doch mal Ningguan bekommen. Okay, ist mir egal. Ich habe Hu Tao. Okay. Gut, dass ich gespart habe. Ich habe extra nicht mehr weiter Scaramouche gezogen. Also Wanderer. Aber egal. Ich beschwere mich nicht. Ich habe Hu Tao. Moment. Hu Tao. Oh mein Gott, ja. Ja. Oh mein Gott, ich bin... Was? Wie rennt sie bitte? Oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Okay, egal. Ja, das war eigentlich das ganze Video. Ich wollte unbedingt Hu Tao haben. Hui. Gut, okay. Danke fürs Zusehen.